Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch mal wieder zu einer neuen Folge von OpenTX Weekly. Und heute geht es nochmal um das Binden von Empfängern. Wir setzen also diese kleine Miniserie fort. Und naja, das ist heute vielleicht eher schon ein Spezialproblem. Wir hatten das auch schon mal in anderem Zusammenhang. Aber manchmal werden die Karten ja auch neu gemischt. Deswegen schauen wir uns das nochmal an. Und zwar geht es darum, dass wir ausgehend von unserem Sender, das ist, ich nehme mal den anderen Stift, das ist ein bisschen schwach hier. So, das sei mal unser Sender. Wollen wir zwei Empfänger steuern? Empfänger 1 und hier haben wir Empfänger 2. Das bedeutet ja, das haben wir in den letzten Folgen ja untersucht, dass wir die beiden Empfänger an den Sender binden müssen. Und da haben wir auch gesehen, wie das geht bei FreeSky, bei Hot oder auch bei FlySky mit der Besonderheit, dass wir dann nur einen Empfänger mit Telemetrie haben dürfen, die anderen dann ohne Telemetrie. Bei Hot war es so, dass der letzte Empfänger gewinnt, dessen Telemetrie wird dann vom Sender, sagen wir mal, beachtet. Und bei FreeSky ist es so ähnlich, da dürfen wir im Prinzip nur einen Empfänger haben, der seine Telemetrie sendet. Aber um die Telemetrie geht es jetzt gar nicht. Es geht darum, dass wir die Empfänger hier steuern, und jetzt denken wir uns mal, dass das hier in einem Modell ist und das hier in einem anderen Modell. Modell 1 und das ist hier Modell 2. Ja, es muss nicht so sein, aber der Anwendungsfall war jetzt so, der mir dazu getragen ist. Und ja, was passiert auf der Übertragungsstrecke? Das wollen wir uns noch mal ganz kurz eben festhalten. Der Sender, der schickt praktisch hier über die Funkstrecke auch seine Identifikationsnummer. Der hat also so eine ID und die schickt er hier rüber. Und der Empfänger, der prüft bei allen Paketen, die hier ankommen, ob das jetzt gleich der Sender-ID ist. Und wenn ja, dann akzeptiert er das. Und so war es auch möglich, dass wir praktisch den zweiten Empfänger hier haben. Denn die Funkstrecke, das ist ja nun mal dieselbe. Also die Luft oder der Äther, das ist ja ein geteiltes Medium. Und der Empfänger kriegt das hier auch mit. Und der prüft halt auch, ob die Pakete, die da ankommen, dieser erlernten, also bei dem Bindevorgang erlernten ID entspricht. Und wenn ja, akzeptiert er das. Ich will das Beispiel jetzt mal weitermachen mit FreeSky. Da ist es ganz besonders, sagen wir mal, ja, hübsch oder einfach. Ich habe hier auch zwei, ja, es sind jetzt keine FreeSky-Empfänger, aber ich habe zu Demo-Zwecken jetzt hier zwei RadioMaster R168, die ja dann wie ein wie ein X8R-Empfänger von FreeSky funktionieren. Genau, und dann haben wir hier beispielsweise am Ausgang 1 haben wir jetzt ein Servo. Das ist dieses hier. Und dann haben wir hier am Ausgang 1 auch ein Servo. Das ist dieses hier. Aber wir haben das so eingestellt, dass dieser Empfänger nur die Kanäle 1 bis 8 entgegennimmt oder an seinen Ausgängen, sagen wir mal, nach draußen gibt und dieser Empfänger die Kanäle 9 bis 16, sodass dieses Servo jetzt hier tatsächlich bei OpenTX oder bei EdgeTX an dem Ausgang Output 1 und das ist hier Output 9 angesprochen wird. Ja, und der Fall, den ich da
sozusagen auf die Füße gelegt bekommen habe, war also folgendes. Nur das sind jetzt keine Schiffsmodelle oder keine Flugmodelle, die wir hier haben, sondern das sind Trucks oder Fahrzeuge. Und es sollte nun so sein, dass man mit diesem Sender das eine und das andere Fahrzeug steuern kann. Okay, das haben wir ja schon gelöst in einer letzten Folge. Aber jetzt haben wir nicht nur einen Sender 1, sondern wir haben auch einen Sender 2. Das ist dann für den Kollegen Sender 2 und der soll bitte schön dann auch dieses Modell 2 steuern können. Ja, der Sender 1 hat seine ID. Ich ergänze das mal hier durch ein Subscript 1. Ja, und der hier hat seine ID 2. Das heißt, die Empfänger reagieren natürlich nicht darauf, weil sie das nicht gelernt haben. Funktioniert so nicht. Aber an dem Schaubild sieht man eigentlich ganz gut, dass das funktionieren würde, wenn diese ID 2, die dieser Sender ja hier rüber sendet, wenn die gleich wäre mit der ID 1. Wenn man also praktisch die ID 1 auf den Sender 2 als ID 2 klonen würde, dann würde der Empfänger 2 tatsächlich auch das Signal von dem Sender 2 beachten. Das Problem ist nur, wir bewegen uns damit eigentlich in die Steinzeit zurück, also in die 3540 Megahertz-Technik. Beide Sender, ja, die senden zwar nicht auf derselben Frequenz, aber sie senden Pakete mit derselben Identifikationsnummer aus und die werden alle von diesem Empfänger dann oder von beiden Empfängern dann akzeptiert. Das gibt also schönes Kuddelmuddel. Das ist dann so ähnlich, als hätten wir bei früherer Technik auf demselben Kanal gesendet. Das will natürlich kein Mensch. Man kann diese ID klonen. Das werde ich auch nochmal in einer Folge zeigen. Das ist aber eher, ich will nicht sagen gefährlich. Man muss dann eben wissen, was man tut, dass man die beiden Sender dann nicht gleichzeitig anmacht. Also so funktioniert es nicht. Aber was man machen kann, um das zu erreichen, dass also der Sender 1 beide Modelle steuern kann, aber trotzdem der Sender 2 natürlich das zweite Modell halb oder ganz steuern kann, das kann man, und wahrscheinlich klingelt es jetzt bei den meisten schon, man kann das mit einer Lehrer-Schüler-Verbindung erreichen. Ja, man nimmt also den Sender 2 als Schüler an den Sender 1 und entscheidet sich dann, was mit den Signalen des Senders 2 passieren soll. Sollen die zu diesem Empfänger, sollen sie zu der Kanalgruppe 1 bis 8, sollen sie zu der Kanalgruppe 9 bis 16, soll hart umgeschaltet werden zwischen diesem Sender und diesem Sender, soll das gemischt werden in irgendeiner Art und Weise. Ja, das kann man alles programmieren. Wir brauchen nur diese Lehrer-Schüler-Verbindung. Und je nach Senderhersteller gibt es da die unterschiedlichsten Varianten, wie man hier verbinden kann. Also es gibt eigentlich so drei Wege, die sich so durchgesetzt haben. Man kann natürlich... Da schreibe ich mal Nummer 0 hin, weil ich das eigentlich gar nicht mehr will. Man kann ein Kabel nehmen. Ja, Kabel, ne? Das ist oldschool. Das streiche ich gleich wieder durch. Das will eigentlich kein Mensch. Was dem Kabel schon ein bisschen näher kommt, das wäre dann Bluetooth. Wir können diese Verbindung über Bluetooth machen. Das geht ja dann bis 10, 15, 20 Meter. Das ist also wunderbar für so eine Geschichte, wo zwei Personen dann nah beieinander stehen und sowas wie mit Lehrer-Schüler machen wollen. Das Problem bei Bluetooth ist eigentlich nicht Bluetooth, sondern das ist die Hardware. Wenn wir beispielsweise FreeSky uns mal anschauen, die FreeSky-Anlagen oder die davon abgeleiteten Anlagen, wie zum Beispiel eine RadioMaster, eine Jumper und. Da kann man tatsächlich Bluetooth-Module einbauen oder man kann sie schon mit Bluetooth-Modulen kaufen. Allerdings sind das sehr spezielle Bluetooth-Module, die dann wieder nur, wenn überhaupt, mit einem anderen Sender der gleichen Bauart oder zumindest des gleichen Herstellers kommunizieren kann. Also Bluetooth geht prinzipiell, Bluetooth geht auch wunderbar, wenn man selber Hand anlegt, also selber eigene Bluetooth-Module einlötet, aber mit den Herstellern
Bluetooth-Modul ist das ein bisschen wackelig. Deswegen verschiebe ich das mal auf eine Folge in die Zukunft. Die zweite Möglichkeit, die wir haben, ist ganz normal über, ja, beziehungsweise ich nenne das mal 2A. Das ist ganz normal über 2,4 GHz Technik. Und zwar, indem wir an den Sender 1 noch einen Empfänger anschließen. Das geht jetzt auch wieder nicht bei jedem Sender. Und Variante 2b, es geht auch über 2,4 GHz Technik. Allerdings benutzen wir dann dazu das Multiprotokoll-Modul, um diese Verbindung herzustellen. Gut, wir fangen mal an mit der letzten Variante in dieser Folge. Und dazu mache ich jetzt Folgendes. Mein Sender 1, das ist meine Radio Master. Denn ich brauche einen Sender, wo ich dann zwei HF-Module gleichzeitig aktivieren kann. Die Radio Master hat ja ein internes HF-Modul. Das ist schon ein Multiprotokoll-Modul. Und man kann noch ein weiteres dazu stecken. Das müsste jetzt nicht unbedingt ein Multiprotokoll-Modul sein. Wir könnten das so arrangieren, dass mit diesem zweiten Modul die beiden Empfänger gebunden werden. Ganz normal, ohne irgendetwas. Das kann auch ein FreeSky XRT-Modul sein. Aber wir brauchen in dem Sender mindestens ein Multiprotokoll-Modul. Und dieses Multiprotokoll-Modul, was hier jetzt benutzt wird, das übernimmt die Funktion eines Empfängers. Wir wissen ja, dass unsere Kommunikation zwischen Empfänger und Sender eigentlich immer bidirektional ist. Also das heißt, der Sender schickt was zu einem Empfänger und der Empfänger schickt auch was zurück. Meistens sind das Telemetriedaten. Ja, das, und so ist also praktisch auch ein Multiprotokollmodul oder jedes moderne 2,4 GHz Hochfrequenzmodul ist auch gleichzeitig ein Empfänger. Und das macht sich das Multiprotokoll oder die Firmware auf dem Multiprotokollmodul zunutze und sie kann praktisch einen Empfänger simulieren. Und dann brauchen wir eigentlich nur noch den Sender 2 an diesen virtuellen Empfänger, wenn ihr so wollt, zu binden. Und dann hat man hier schon, kann man von dem Sender zu dem Sender 16 Kanäle übertragen, wie üblich, und kann sich hier in dem Sender 1 entscheiden, was macht man mit diesen 16 Kanälen. Ja, gut. Jetzt ist es so, dass diese Empfängereigenschaft bei dem Multiprotokoll-Modul, die funktioniert für FreeSky. Also diese Verbindung kann entweder FreeSky sein, sie kann FlySky sein, FlySky sein, kann kein Mensch mehr lesen, oder es kann Spektrum sein. Diese drei Major Vendor, also diese drei hauptsächlichen Hersteller, da ist das schon implementiert. Das geht theoretisch mit jedem HF-Modul, aber nun der Projektmanager vom MPM, der Pascal Langer, der hat natürlich auch nicht unendlich Zeit und hat das praktisch nur für diese drei jetzt erstmal eingebaut. Ja, und das zeige ich euch. Also zunächst einmal, die Radio Master hier ist mit den beiden Empfängern, die hier liegen, schon gebunden. Das ist aus der letzten Folge im Prinzip noch. Und jetzt nehmen wir einen zweiten Sender und benutzen mal FlySky AFHDS2A. Also das, wenn ihr so wollt, das normale FlySky-Protokoll, um diesen Sender dort anzubinden. Okay, also los geht's. Dann hole ich mal den Sender her. Ich glaube, ich muss da was drunter legen, wie üblich, damit das nicht so blendet. So ist, glaube ich, etwas besser. Okay, schalten wir das Ding mal ein. Mein Stift schmiert schon wieder so. Ich sehe wieder aus wie... So, ich habe gleich mal zur Kontrolle hier mal das Channel
Widget drauf gemacht, dann können wir alle 32 Kanäle beobachten. Ja gut, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Jetzt geht es erstmal an die Einrichtung. Achso, das ist noch aus. Müsste ich mal einschalten. So, die beiden Empfänger leuchten grün. Sie müssten also gebunden sein. Bewegt sich dieses Servo hier bei Kanal 1. Und das andere, wie gesagt, bei 9. Hier, achso, man sieht es nicht. Hier bei 9 tut sich was. Und das Servo schreit auch hier rum. Das ist ein Metallgetriebe, was enorm Lärm macht. Okay, so, das ist trivial. Naja, vielleicht nicht trivial, aber doch einfach. Und ich habe jetzt hier, ich habe das interne, nein, das stimmt überhaupt gar nicht. Ich habe das externe HF-Modul genommen und habe dort ganz normal FreeSky, LBT EU, weil wir ja in der EU sind. Und das ist hier meine Empfänger mit der Nummer 5, das passt. Da sind die beiden gebunden, wie in einer der letzten Folgen. Okay, jetzt gehen wir zum internen HF-Modul. Jetzt wollen wir diese Verbindung hier herstellen. Und wenn ihr euch mal die Liste der Protokolle dort anschaut, dann entdeckt ihr vielleicht seid ihr schon mal drüber gestolpert, hier über einen Eintrag, der heißt FS2A-RX, das gibt es. Dann gibt es hier FRSKY-RX, also RX ist ja dann immer die amerikanische Abkürzung für Receiver. Und dann gibt es bei DSM auch noch ein DSM-RX. Und wenn wir das einschalten, dann ist also das interne Multiprotokollmodul, dient das nun als Empfänger. Ihr seht dann auch, das stellt sich hier ein bisschen anders dar. Es ist praktisch jetzt hier nur der Bind-Knopf da. Man sollte hier auch eine ID einstellen. Ich habe mir angewöhnt, dann die oberhalb von 50 für diesen Zweck zu nehmen, aber das ist völlig egal. Und jetzt könnte man mit Druck auf Bind diesen virtuellen Empfänger in den Bindemodus versetzen. Ja, und spaßeshalber machen wir jetzt mal Folgendes. Jetzt nehmen wir mal einfach mal einen Sender, wo kein OpenTX oder EdgeTX draufläuft. Und ihr seht ja, ich habe zwar nette Knüppel, aber ich habe keinen Doppelknüppel, keinen Twin-Stick. Da gibt es ja Leute, die den mal bauen wollten für die Radio Master. Die fühlen sich jetzt wahrscheinlich ertappt. Aber ich habe ja hier so ein schönes Teil. Ist ja auch ein wunderbarer Sender. Ich betone das immer wieder. Der einzige Nachteil ist, der Prozessor bzw. das EEPROM und das RAM, das ist so klein, da passt selbst keine abgespeckte OpenTX-Version drauf. Aber ich habe hier einen Twin-Stick und ich schalte das Ding jetzt mal ein. Ja, ist ja gut. Er will ja immer, dass man hier die nach oben macht, die Schalter. Ja, und jetzt kann ich natürlich hier auch binden. Gehe in das Menü hinein. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier beide irgendwie noch drauf kriege. So, da tue ich wieder das Klebeband drunter. So, dann setze ich den hier auf Bind. Okay, und drücke auch hier auf Bind. Nichts passiert. Wahrscheinlich sind die ein bisschen eng zusammen. Schülersignal verloren. Ach so. Schülersignal wiederhergestellt. Ich mache das lieber nochmal. Die waren jetzt ein bisschen eng zusammen. Also ich drücke hier auf Binden. Geht jetzt ein bisschen weg. So, das sollte jetzt eigentlich schon geklappt haben. Schülersignal wiederhergestellt.
Gut. Warum das Menü da eben nicht weggegangen ist, das weiß ich auch nicht so ganz genau. Sollte aber geklappt haben. Und wir kontrollieren das jetzt einfach mal, indem wir jetzt hier nochmal hier unten bei Lehrer-Schüler-Modus, da kann man jetzt verschiedene Sachen auswählen. Man kann sagen, dieser Sender ist Lehrer und das Lehrersignal kommt hier oben aus dieser Hardware-Buchse heraus, aus dieser DSC-Buchse. Das wollen wir nicht. Wir können sagen, wir nehmen ein Schülersignal hier entgegen. Wir können sagen, wir sind Lehrer und nehmen das Schülersignal über eine von den Schnittstellen hier unten entgegen. Oder wir sind jetzt Lehrer, ist leider nicht richtig übersetzt, Master, und wir nehmen das Schülersignal über das HF-Modul entgegen. Und das wollen wir jetzt machen. So, und jetzt müssen wir noch hier ein paar Mischer einrichten. Ich glaube, ich hatte das schon mal gemacht. Das muss ich vielleicht noch mal. Nee, habe ich nicht gemacht. Das ist ganz gut so. Ich richte jetzt hier bei Kanal 2. Ich mache das mal vielleicht besser mit dem Rad. Da richte ich jetzt einen Mischer ein. Und zwar nehme ich jetzt hier bei der Quelle ein Trainersignal. Die sind beschriftet mit TR und dann eine laufende Nummer, TR1 beispielsweise. Hier oben sieht man jetzt ja, also man sieht nichts, aber da würde der Ausschlag entstehen. Und da muss ich mal gucken. Aha, hier, das ist Kanal 1. Also wenn ich den bewege, dann funktioniert das schon. Ja, das ist Kanal 1, habe ich jetzt hier auf 2 gelegt. Es ist natürlich die Frage, ob das jetzt sinnvoll ist. Wir wollten ja den hier eigentlich, das wäre Kanal 9. Dann lösche ich den hier mal wieder. Das war jetzt ja nur ein Versuch und gehe auf Kanal 9. Da haben wir natürlich jetzt schon diesen hier drin. Was man jetzt machen kann, ist, ja, man kann eine Zeile danach einfügen für den Mischer. Wir haben ja auch mal gelernt, dass die Mischerzeilen verknüpft werden miteinander. Deswegen heißt das Ding hier auch Mischer. Und wir können jetzt einfach mal das Schülersignal, also Trainer 1, können wir einfach mal zu dem hier dazu addieren. Ob das jetzt sinnvoll ist, sei mal dahingestellt, aber dass ihr einfach mal den Effekt seht. Ich nehme jetzt hier als Quelle für diese Mischerzeile Trainer Nummer 1. So, dann kann ich das einmal mit dem bewegen und natürlich mit dem. Wem das jetzt nicht ganz klar ist, ich gehe noch mal in die Übersicht, da sieht man es ein bisschen besser. Ich habe jetzt hier einen Mischer, der besteht aus zwei Mischerzeilen. Einmal der ursprünglichen Mischerzeile für diesen Geber bzw. Input. Also das ist ja ein Input. Das ist nämlich dieser hier, das Querruder, ist dann der virtuelle Geber oder der Input Nummer 2. Und den Input Nummer 2, den habe ich dann hier verwendet. Und dazu addiere ich das Trainersignal 1. Das ist dieses hier. Das Servo bewegt sich und macht auch Krach. So können also beide praktisch dann das Modell steuern. Jetzt ist die Frage, warum habe ich das jetzt da im Mischer so verknüpft? Ja, es gibt ja diesen älteren Spruch von mir, also alle Unzulänglichkeiten der Geber korrigiert man in den Inputs, alle Unzulänglichkeiten im Modell korrigiert man in den Outputs, das wäre hier, und alles andere macht man im Mischer. Die Unzulänglichkeiten, also wenn wir mit dem Ausschlag oder mit der Linearität von diesem Geber nicht zufrieden wären, dann sollte man das hier drin korrigieren. Wenn das natürlich so ein kleiner Sender ist wie dieser hier, wie die FS I6S, die hat vielleicht gar nicht so viel Korrekturmöglichkeiten mit Kurven oder Exponentialfunktionen oder so, dann könnte man das natürlich auch hier drin machen, indem man dieses Trainersignal nicht direkt an den Mischer leitet, sondern erstmal in einen Input und dann den Input entsprechend gestaltet. Habe ich jetzt hier nicht gemacht. Kann man machen. So,
Die nächste Überlegung ist, naja, so ein Zusammenmischen, das ist ja ganz nett. Aber manchmal möchte ich das ja auch gewissermaßen vielleicht hart umschalten. Und wir haben ja hier so einen Zwei-Wege-Schalter, dieser hier zum Beispiel. Ne? Das ist der, oh Gott, was ist denn das? SF, glaube ich. Den könnte man dazu benutzen, um eine von den beiden Mischerzeilen auch wegzuschalten. Das zeige ich euch auch mal. Das ist die zweite Zeile hier mit dem Trainer. Und diese Zeile, die können wir aktivieren über einen Schalter. Da steht jetzt, also hier unten ist das, ein bisschen schlecht jetzt zu sehen, wo ich jetzt meinen Stift hingelegt, den hatte ich gerade noch hier. Da steht jetzt nichts, das heißt, diese Zeile ist dauerhaft aktiv. Man kann sie über Flugphasen oder Phasen überhaupt aktivieren. Man kann diese Aktivierung aber auch an einen Schalter knüpfen. Und wenn wir jetzt hier einen Schalter oder das Feld selektieren und dann einfach mal den Schalter zum Beispiel nach oben bringen, dann ist dieser Mischer in dieser Position oder diese Mischerzeile in genau dieser Position aktiv. Das funktioniert. In der anderen Position ist diese Zeile dann nicht aktiv. Und eine Mischerzeile, die nicht aktiv ist, liefert immer den Wert 0. Wenn also dieser Schalter jetzt nicht aktiv ist, liefert diese Zeile 0, die andere liefert ihren normalen Wert. Das heißt, wir haben den Wert, der hier kommt, von dem Input plus 0, ist also dann genau das, was der Input liefert. Wenn ich den Schalter umlege, dann ist das auch aktiviert. So ist wieder weg. Ich kann das natürlich auch komplett umschalten, entweder das eine oder das andere, indem ich jetzt nochmal hier diese Zeile auch editiere. Nicht löschen, ach Quatsch, das wollte ich doch gar nicht editieren. Und wir schauen jetzt, dass wir da die andere Position, also genau das Gegenstück, also die Invertierung von dem anderen Schalter. Wir können natürlich jetzt einfach diese SF-Position nehmen. Das ist die andere SF-Position, etwas logischer wäre, wir nehmen diese SF-Position und invertieren die, zeige ich euch auch gerade mal eben. Telemetrie verloren. Ja, das ist ein bisschen nah dran hier, deswegen geht die Telemetrie immer weg. Die Empfänger liegen ja direkt hier daneben. Das ist nicht so schön. Die spinnen noch ein bisschen rum, jetzt werden sie rot. Ich muss das mal gleich ein bisschen weglegen. Telemetrie wiederhergestellt. Ja, wir nehmen jetzt also SF nach unten, aber invertiert. Das ist das Ausrufezeichen davor. Das ist eigentlich die logischere Variante. Jetzt sind die gar nicht mehr da hier. Ich muss das mal ein bisschen mehr Abstand haben. Oder ist es dieser? Ich weiß es nicht. Na, jetzt mögen sie das gerade gar nicht. Ich werde mal den kleinen Sender jetzt gerade mal ausschalten. Schülersignal verloren. Ja, Schülersignal ist weg, ist klar. Na gut, lassen wir die mal, die beiden Empfänger hier. Ich zeige euch erstmal den Effekt, was wir gemacht haben. Diese SF-Position hier. Nicht SF unten und SF unten. Das ist dann also eine wechselseitige Aktivierung. Sollte es eigentlich sein. Warum macht er das jetzt nicht? Achso, weil das Trainersignal weg ist, zeigt er das gar nicht mehr an. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das wieder hinkriegen.
Also irgendwie mögen die beiden das jetzt nicht mehr. Sind auch gar nicht gebunden. Die Anlage geht direkt aus. So, jetzt sind sie wieder da. Aber sie flackern. Okay, der geht. Gut, dann gehen wir nochmal in die Modellkonfiguration gerade rein. Wir waren bei Kanal 9. Den kann ich jetzt auch wegschalten. Jetzt ist er weg. Und jetzt mache ich den kleinen Sender wieder an. Sagt mir jetzt allerdings nicht, dass das Schülersignal wieder da ist. Muss ich das vielleicht auch noch mal binden? Das machen wir jetzt kurz noch. Ist ja sozusagen alles live, das macht nichts. Dann versuchen wir das gerade noch mal hier. Wo bin ich denn jetzt hier? Da. So, nee, das sind die beiden. So, hier gehen wir nochmal gleich auf Binden, bei der kleinen Anlage auch. So, hier auf Binden. So, das scheint geklappt zu haben. Aber es bewegt sich wieder. Okay, also ich darf da nicht so nah ran. Ich zeige es euch nochmal. Vielleicht mache ich das jetzt umgekehrt, dass ich die hier ein bisschen näher ranlege. Und die hier hin. So. Jetzt ist der Schüler aktiv. Und hier sollte ich besser nochmal die Mischer zeigen. So, dann ist die Zeile aktiv. Der Schalter ist oben. Ich schalte jetzt um. So. Jetzt ist der aktiv und der nicht mehr. Also mit dieser Negation und so einem Zwei-Positionen-Schalter kann man es auch direkt umschalten. Ja, und das Spielchen kann man natürlich jetzt für jeden Kanal machen, den man ganz gerne weiterleiten möchte. Ich habe jetzt nur ein Servo angeschlossen, bringt jetzt also nicht so viel. Aber wie gesagt, man könnte jetzt hier den nächsten Kanal hernehmen. Kanal Nummer 10. Und auf Kanal Nummer 10 mache ich jetzt zum Beispiel Trainer 2, nur dass wir das einmal sehen. Trainer 2, weiß ich gar nicht, welcher ist denn das? Das ist einer von denen hier, der ist das. Funktioniert also auch dann direkt. Ja, vielleicht eine ganz gute Geschichte, wenn jemand mal mit dem Twinstick fahren will, unabhängig von dem, was wir jetzt hier gemacht haben, ob damit nun ein zweites Modell gesteuert werden soll oder nicht. Mit dem Twinstick ist das ja auch ganz gut. So kriegt man preiswert für seinen Radio Master auch einen Twinstick. Kann man die Radio Master auf den Boden stellen und kann einfach mit dem dann hier fahren. Ja, also ich finde, das ist eine wunderbare Sache. Wie gesagt, der zweite Sender wird jetzt über das ganz normale HF-Protokoll an den ersten Sender, genauer gesagt an das erste Multiprotokoll-Modul gebunden. In dem Fall habe ich euch das gezeigt, jetzt hier für FlySky, AFADS2A. Es geht auch für FreeSky, es geht auch für Spektrum. Das ist der Vorteil. Es ist unabhängig davon, was man hier benutzt. Hier habe ich ja jetzt FreeSky benutzt, hier habe ich FlySky benutzt. Also da hat man dann freie Wahl. Also im Grunde genommen haben wir heute dies hier behandelt. Und wer es noch verrückter machen will, der kann auch noch an seinen Sender einen echten kleinen Empfänger anschließen. Hatte ich euch letztens auch mal gezeigt, so ganz kleine, nette Empfänger. Ich habe hier auch noch sowas hier rumliegen. Ja, oder noch ein bisschen kleiner geht es auch. Diese Spektrum, die sind ja immer ganz besonders klein. Wer möchte, kann so etwas dann auch in seine Radio Master einbauen, zusätzlich zu den HF-Modulen, und hat dann noch einen dritten Kanal. Er könnte also zwei Module benutzen, um seine Modelle zu steuern, und noch ein so etwas, um vielleicht dann eben einen zweiten Sender dort anzuschließen. Also verrückter geht immer. Können wir uns auch noch mal angucken. Ja? Aber das ist erstmal so die Grundidee, wie das funktioniert, und ich denke, da ist dann für jeden was dabei.
Gut, Dankeschön fürs Zuschauen. Dann bis zum nächsten Mal.